Ja, Lars, vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen. Ja. Wer bist du, was machst du hier in Bruchhausen-Vilsen und vor allen Dingen, was hast du mit dem Heiratsmarkt zu tun? Ja, mein Name ist Lars Bierfischer. Ich wohne von kleinem Kind auf hier in Bruchhausen-Vilsen und bin seit ungefähr 20 Jahren bin ich in der Kommunalpolitik tätig und seit 2016 Bürgermeister. Und wie gesagt, und wenn man hier aus Bruchhausen-Vilsen kommt, ist der Buchser Heiratsmarkt so in Fleisch und Blut drin, gehört dazu. Man spricht ja auch von der fünften Jahreszeit. Naja, und da steckt einfach so in einem drin. Man fiebert drauf hinein oder drauf hinaus, dass endlich der Startschuss fällt. Lose ziehen oder Schießbude? Schießbude. Pizza oder Schinderhannesteak? Pizza. Die Markteröffnung reicht mir oder alle fünf Tage voll dabei? Ich bin fünf Tage da, ja, aber durch mein Amt hat sich das sehr verändert. Da sind doch ganz viele offizielle Termine dabei. Karussell fahren oder Karussell zuschauen? Beides. Riesenrad oder Autoscooter? Riesenrad. Zünftige Musi der Bubingas oder Ballermann Allstars? Oh, beides. Es ist Hauptsache Trubel und Fröhlichkeit, also. Der Bruchser Heiratsmarkt ist das viertgrößte Volksfest hier in der Region. Welche Bedeutung hat der Markt für Bruchhausen-Vilsen und welchen Stellenwert hat diese Veranstaltung in der Lokalpolitik? Ja, der Bruchser Heiratsmarkt hat eine ganz große Bedeutung für Bruchhausen-Vilsen, aber auch nicht nur für Bruchhausen-Vilsen, auch für die ganze Region. Das ist einfach so. Ne? Alleine erstmal diese Freude, diesen Spaß, den man haben will, ne? für die Gäste, die dann hierher kommen, um den Markt zu besuchen. Aber auch halt eben für die Gewerbetreibende. Und das ist ja dann ziemlich vielseitig und weitläufig, hat der Bruchser Heiratsmarkt eine ganz große Bedeutung. Ne? Also wirtschaftlich gesehen ist das schon ganz enorm. Das haben wir auch gerade gemerkt, als wir den Markt ja ausfallen lassen mussten aufgrund von Corona. Da haben wir mal so einen kleinen Überblick und zusammengestellt, wie groß der Umsatzverlust ist. Und das ist ja nicht nur der Einzelhandel, das sind ja Beherbergungsbetriebe, Gastronomie. Da ist ja ganz, ganz vielseitig alles, was da dranhängt. Ne? Welche Traditionen im Marktablauf sind unantastbar und dürften keinesfalls fehlen? Natürlich erstmal die Eröffnung, das ist ja wohl ganz klar. Die muss da sein. Und wenn es dann passt, dass wir dann halt mit dem Minister oder mit einer Ministerin, in diesem Jahr haben wir eine Ministerin, was uns sehr freut, das ist die dritte, mit zur Eröffnung, auch als Heiratsvermittler, also wie gesagt, Heiratsvermittlerin, ist unantastbar. Manche Dinge verändern sich ja. Über die Jahre hat die Bebauung rund um den Marktplatz zugenommen. Welchen Einfluss hat das eigentlich auf die Pkw-Parkflächen? Es ist sicherlich aufgefallen, dass wir unheimlich viele Halteverbotsschilder hier aufgestellt haben. Das hat zum Teil einen Grund natürlich fürs Rettungswesen, dass die immer durchkommen, nicht durch Fahrzeuge dann behindert werden. Aber auch zum Schutz der Einwohner, dass die natürlich dann, oder Bürgerinnen oder Anwohner, die hier wohnen, natürlich dann nicht so beeinträchtigt werden durch falsch parkende Fahrzeuge, was dann ja auch immer hinderlich sein kann, wenn auch Einfahrten dann zugestellt werden. Im Grunde genommen kann man sagen, dass die Stellflächen oder die Parkplatzflächen nicht mehr geworden sind in den letzten Jahren, weil doch sehr viele das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs nutzen. Also das hat wirklich stark zugenommen. Also na gut, es gibt ja auch ein paar sehr attraktive Möglichkeiten, mit den Öffis hierher zu kommen. Ne? Ich denke so an den Kaffkicker, wer das nicht kennt, aus Bremen bis nach Siegel fährt und dann in die Bummelbahn umsteigt, sieht auch noch ein bisschen was vom Umland. Ne? Ja, ganz genau, richtig. Und das ist natürlich mal losgelöst von der Strecke, so wie die öffentlichen Verkehrsmittel fahren oder die Linien, die wir auch extra einsetzen. Halt dann nochmal ein zusätzliches Erlebnis, mit dem Kaffkicker dann hier zum Bruchser Heiratsmarkt zu kommen. Ne? Der direkte Austausch mit den Schaustellern, ist das Sache vom Marktmeister oder nimmt man sich als Bürgermeister auch Zeit dazu? Das ist erstmal primär Aufgabe des Marktteams von Ralf Holfing und Christina Wendt, die sich dann wirklich um die Schausteller kümmern.
wenn ich zum Beispiel zum Freimarkt gehe oder zum Schoppelmarkt, da kann ich mich viel besser mit den Schaustellern unterhalten. Leider, oder vielleicht ist es auch ein Vorteil, weil ich da mehr Zeit habe, als hier auf dem eigenen Markt, weil dann bin ich doch zu sehr eingebunden, was so diese öffentlichen Veranstaltungen, die öffentlichen Aufgaben angeht. Und man hat dann so diesen Tunnelblick, es muss alles laufen, es soll alles laufen. Und wie ist das eigentlich? Es gibt ja jetzt hier in Bruchhausen-Vilsen diesen Marktausschuss. Der ist besetzt aus Politik, aus Ehrenamtlichen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, hauptsächlich aus Politik. Da haben wir einen Ausschussvorsitzenden mit Hermann Hamann. Dann natürlich 6 weitere Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder. Und 2 beratende Mitglieder, einmal von den Schaustellern mit Lars Stummer und einmal dann von den Wirten, von Heinrich Büntemeyer, die dann als beratende Mitglieder dort mit dann tätig sind. Und natürlich unser Marktteam, die dann auch drin vertreten sind. Am Marktmontag ist traditionell dann auch die Ausschusssitzung, die dann hier direkt auf dem Marktgelände stattfindet, wo man sich dann austauscht mit dem DRK, mit der Polizei, auch mit den Schaustellern. Wie ist der Eindruck? Ist der Markt gut gelaufen? Rendezvous der Sterne. Unter diesem Namen ist das große Feuerwerk bekannt. In diesem Jahr wurde bewertet, ob es noch zeitgemäß ist. Was ist denn das Ergebnis von dieser Diskussion? Es ist ja so, wir haben letztes Jahr die Verwaltung beauftragt, das Führen wieder eines Feuerwerks auszuarbeiten. Man betrachtet ja auch, wie gesagt, den Klimaschutz und alles, was dazugehört, auch Lärmbelästigung und so. Die Verwaltung hatte uns eine umfangreiche Vorlage ausgearbeitet. Ist wirklich sehr umfangreich gewesen, wo man das für und wieder dann abgewogen hat. Und letztendlich ist der Rat dann zu dem Ergebnis gekommen, dass das Feuerwerk stattfinden soll. Aus der Bevölkerung her, weil wir auch einen Presseartikel rausgegeben haben, ist sehr viel Resonanz gekommen, dass das schön ist, dass das Feuerwerk stattfindet. Ja, wir sind ja jetzt quasi hier auf dem Remmer-Zelt. Noch fehlt die Bühne, noch fehlt DJ Toddy, noch fehlen die Bobingers und viele andere. Und ja, welcher Ort eignet sich besser, als zum Abschluss von unserem kleinen Video nochmal ein Grußwort an alle hier, die den Bruxer Heiratsmarkt besuchen möchten, loszulassen? Bitte schön. Ja, ganz genau. Wenn man es nochmal so betrachtet, ist es ja, fehlt einiges. Es fehlt im Moment noch alles. Das Einzige, was steht, ist das Zelt. Und dann kann man sich kaum vorstellen, dass hier in 2 Wochen dann Bierfassanstieg ist, hier auf Blick dann auf die Bühne. Und ja, ich darf alle Gäste und Besucher herzlich einladen, zu unserer 5. Jahreszeit hierher zu kommen, nach Bruchhausen-Vilsen. Es wird wieder viel geboten. Unser Marktteam hat wieder ein tolles Programm zusammengestellt. Und es wird schon wieder ein Erlebnis sein, dabei zu sein, hier 2023 auf dem Bruxer Heiratsmarkt.